Getroffen hat er aber am Deutschland-Cup gegen die Slowakei. Und jetzt 2 gegen 1 in Unterzahl. Sutaro und 1:0. Shorthander der ZSC Lions. Nicht zurückgearbeitet im Powerplay von den Zeeländern. Genialer Flippass von Sutaro. Einfach weg mit der Scheibe. Sutter. Ja, den Flippers Direktschuss. Keine Chance für Hiller. 1:0. Kopf immer schön oben. Hier zur Vorlage für Salmela. Salmela doppelt geblockt von Wick und Sutter. Rowe. Abpraller. Und 2:0. Garrett Rowe, wer denn sonst das Duracell-Häschen? Der ZSC Lions schlägt wieder zu. Immer Eingang. Blick zur Mitte, Handgelenkschuss, Abpraller. Und dann gehe ich doch mal vors Tor. Zweite, dritte Chance aus der Luft. Trifft er. Zum 2:0. 45. Spielminute. Und das in einer Phase, wo eher die Pieler etwas mehr vom Spiel hatten. Und tatsächlich Marc-Antoine Pouliot, wer sonst, mit dem Anschlusstreffer. Ja, das Pouliot, das war heute Abend definitiv nicht ihre Stärke. Endlich gewinnen sie mal eins und sofort sind sie erfolgreich. Marc-Antoine Pouliot, drittes Spiel gegen die ZSC Lions, zum dritten Mal trifft er. Nach Vorarbeit von Raiola, direkt abgezogen. Blindenbacher. Ein gutes Powerplay der ZSC Lions. Truppmann. Gehring. Latte und Danny Sonnenstein mit dem 3:1. Powerplay-Tor Nummer 20 für die ZSC Lions in dieser Saison. Einmal in Unterzahl, einmal bei 5 gegen 5 und jetzt einmal bei 5 gegen 4 getroffen haben die Zürcher. Und das dürfte jetzt die endgültige Entscheidung sein. Der Knaller von Gehring an die Latte.